Hey Freunde, willkommen zum vierten Part von Super Smash Bros. Auf dem 3DS und wir wollen hier mal die Solo-Karriere starten. Gegen die Meisterhand würde ich gerne klassisch gerne mal spielen und hoffen, dass wir deinen Kämpfer. Ja. Zur Charakterauswahl. Pikachu. Ich werde es mit jedem noch durchspielen, aber wie zuerst mein Probe-Pokémon hier. Standard. Was? Ich habe Geld und mit dem... Ach, um sie mir Münzen? Nee, Moment. Ich kann Geld einsetzen und dann soll er dann, wenn die Belohnungen höher oder wie? Hm? Moment, wie? Aber dann umso schwieriger ist auch das Ganze. Aha. Also umso höher die Stufe. Okay. Das ist irgendwie komisch. Okay. Ich habe kein Geld, aber ich muss trotzdem 100 zahlen, damit ich überhaupt da was machen darf, oder nee? Ach, Kinderleichtern, da muss ich wieder drauf zahlen, aber ich kam hier auch auf 0 raus, oder? Standard. Ja, gut. Standard ist gut. Das machen wir doch. Bereit? Ja. Los! Oh. Okay. Ich hätte mich jetzt entscheiden müssen, so kurze Dinge, aber ich bin einfach geradeaus. Und krieg hier Belohnungen. Oh! Was ist das jetzt? Achso, ich dachte, ich muss jetzt fliegen. Das habe ich ja schon mal gut geschafft. 3 Leben habe ich übrigens, sehe ich gerade. Und ich habe eine Spezialtechnik bekommen. Bereit? Los! Jetzt weiter und ich will nach... Ich will Link. Zu Link will ich. Oh. Gegen Link! Ah ne, Sheik hilft mir. Cool, okay. Zelda. Auf dem Zug der Götter habe ich jetzt ein Team-Battle mit Sheik gegen ja, Link und Zelda. Was lustig ist. Oh, cool. Ich liebe diesen Baseball-Schläger. Natürlich ist dann immer noch besser. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt gar nicht zum Schluss getroffen, oder? Muss ich mir nochmal angucken. Aber wir haben auch diesen Kampf geschafft und ich habe eine Trophäe, ein Dartiri, der Vogel. Schon. Bereit? Los! Ich kämpfe gegen Mega Man. Gegen Mega Man! Stage 3, Wildes Schloss. Und oh, ich krieg Münzen, wenn ich gewinne. Gut. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich das Ganze trotzdem los! Oh, da war der Rush. Oh, was ist das hier? Ja, genau. Wow.
erst, was der hier macht. Na toll. Na, zum Glück ist der jetzt von alleine gestorben. Mach mich nicht so gut gerade. Bereit? Los! Spielen und wir bleiben. Ich mag gegen. Oh, den großen Mario spielen. Gegen Riesen Mario. Ich krieg eine Trophäe. Cool. Bereit? Los! Was bringt das mit diesen Münzen? Oh, ich wollte noch ein paar Münzen sammeln. Was bringen die eigentlich in dieser Welt? Die habe ich vorher schon mal. Oh cool, und ich habe einen Shiggy. Wenn da jedes einzelne Pokémon als Trophäe drin ist, dann gibt es verdammt viele Trophäen. Oh, wir kommen zur vorletzten Welt. Gegen Team Me. Ich krieg eine Spezialwaffe. Bereit? Du. Los! Na. Ah, der fliegt der Panzer, ne? Ende! Gut, dann haben wir das hier auch geschafft. Haben wir schon einen schönen Weg zurückgelegt. Donnerwälder Standard 2. Bereit? Ja, ich bin bereit. Los geht's. Willkommen auch zur Vorrunde. Oder nein, wir kommen gleich zum Endgegner. Und zwar zum Meisterhand. Und da spiele mir vielleicht noch eine Trophäe. Mal gucken. Wie ist es denn? Wie viel Schadenspunkte hast du denn? Beziehungsweise wie sieht man das? Kann man das noch einstellen, dass ich das irgendwie sehen kann? Oh. Okay, die Attacken von der Meisterhand sind... Oh, immer noch die gleichen. Nein, die ist neu. Wieso knapp? Schnapp, schnapp. Und da habe ich ihn. Das war wohl der letzte Schlag. Nein, die Attacken waren wirklich so wie bei den Vorgängerspielen gleich von der Hand. Da konnte man schon ein bisschen raten, was auf einen zukommt. Und ich habe Tingle bekommen als Trophäe. Und 370 Gold. Stark. Oh, wünscht euch was, eine Sternschnuppe. Schön. Das war meine erste Sammelfigur jetzt hier. Ich glaube, wenn man es mit jedem durchspielt, kriegt man was Tolles und hey. Ah, das ist stark.
Das geht zwar hier verdammt schnell, dass man eigentlich kaum sieht so richtig, wer da alles nicht gemacht hat und was, aber im Abspann haben sie, also... Ach, man kann wieder die Sachen abschließen und kaputt machen, indem man sie dagegen, ich hab das Bild verändert, oder? Ach ne, hier fehlt noch ein bisschen. Also da muss man immer schauen, dass dieses diese Namen über dem Bild erscheinen und an der richtigen Stelle dann kaputt machen, damit das Bild dann erscheint. Das ist die, also im Hintergrund. Das ist richtig vorgelegt. Das Bild ist für mich das vollständige, oder? Ja, oder? Oder ist jetzt hier noch irgendwo ein schwarzer Strich? Süß, dass Glurak mir so eine Blume gibt da. Und ein Perfekt habe ich erhalten. Ich bin noch einmal gestorben. Ach so, aber das ist wahrscheinlich wie dem Bild. Freigelegt 100%. Treffer, okay. Das, ach so, das habe ich gut gemacht, praktisch. Okay. Oh, und jetzt kommt ein neuer Gegner. Oh, sieht stark nach Falco aus, oder? Von Star Fox? Wäre auch komisch, wenn er nicht kommen würde, ne? Lombardi, oder? Oh, genau. Hast du recht. Wow, was war das denn? Damit Cornelia jetzt echt geholfen. Wow. Na gut. Ich denke, wir dürfen ihn im neuen Team begrüßen. Hi, Falco. Und ich habe den klassischen Modus zum ersten Mal gemeistert. Wähle deinen Kämpfer. Stark. Ja, sieht schon ganz schön voll aus hier, aber da müssten ja noch einige kommen, oder? Noch viele einige, ne? Na gut. Gehen wir mal zurück. Im nächsten Teil spielen wir dann den All-Star-Modus. Sehen wir dann die größten Kämpfe aller Zeiten, ein paar davon. Freue mich schon. Wir haben auch was Geschichtliches dazu. Also, wer den All-Star-Modus sehen will, der schaut den fünften Teil doch mal zu. Bis dann.